Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Star Stable Online. Ich bin gerade auf meinem zweiten Account auf Aurora Pixie Light und sitze auf meiner wunderschönen Vanilla Beam. Ich hätte gesagt, sie ist einer meiner absoluten Lieblingspferde im Spiel. Ich habe es mittlerweile schon, glaube ich, häufig gesagt, dass ich es mega schade finde, dass sie auf meinem zweiten Account ist, weil... ich glaube, die Dakota hätte sie auch sehr, 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 sehr gerne gehabt. Aber so hat sie jetzt Aurora und sie ist einfach wunderschön. Leute, das Video heute geht darum, dass ich endlich meinen Heimatstall wechseln möchte auf meinem Zweitaccount auf Aurora. Aurora ist jetzt, seitdem ich sie erstellt habe, ich glaube, das war in 2018, im Juni oder so 2018, ist sie in Moorland. Und ich mag Moorland, nur, also wir sind hier auch gerade in der Nähe sozusagen vom Moorland-Stall. Und ich mag Moorland, nur ich war mit Dakota ja auch länger in Moorland, bis der Jorvik-Stall rauskam. Ich glaube, ich habe ja schon oft erzählt, dass ich mit der Dakota am Tag, an dem ich nach Jalaheim kam, sofort da meinen Stall gemacht habe. Ich habe quasi... das freigeschaltet, dass ich habe die Brücke gebaut, habe das freigeschaltet, bin zum Jorvik-Stall gerannt und habe da sofort meinen Heimatstall gemacht und seitdem lebt die Dakota am Jorvik-Stall. Ich möchte aber nicht zwei Charaktere haben, die am Jorvik-Stall sind und deswegen muss ich die Aurora und irgendwann auch die Sandy Ironman, die ich ja auch noch habe, für einen anderen Heimatstall entscheiden. Und ja, ich hätte gesagt, farewell Moorland, weil das ist der letzte Tag von Aurora hier in Moorland. Ich habe zwei Ställe, für die ich mich potenziell entscheiden möchte. Ich habe mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht und wir gucken uns jetzt auch die beiden Ställe noch an, weil ich habe noch keine finale Entscheidung getroffen. Weil ich mich mit Entscheidungen schwer tue, Leute, weil ihr merkt es, ne? Seit 2018 will ich den Moorland-Stall verlassen und wir haben mittlerweile 2020 und die Aurora lebt immer noch in Moorland. Aber ich hätte gesagt, let's go in den ersten Stall. Der erste Stall, den wir uns angucken, ist Fort Pinta. Denn Fort Pinta wurde erst geremaked. Es sieht jetzt hier wunderschön aus, wie gefühlt jeder Stall, hätte ich gesagt. Man kann hier auch ein bisschen Schillinge verdienen, indem man hier jeden Tag mistet und so weiter. Und das ist natürlich immer ganz cool, wenn man das machen kann. Und Leute, man kann hier auch ein bzw. zwei Rennen machen, also... Hier ist ja Peanut, sobald man Level, ich hätte gesagt 18 ist, kann man das zweite Rennen freischalten. Das kann man aber erst machen, wenn man nach New Hill Quest kann, die Ricky Quest freigeschalten hat und dann wieder eben die Quest mit Peanut macht. Das ist auf meinem zweiten Account im Moment noch nicht möglich, aber wir haben hier eben ein Rennen hier vorne. Und ihr seht es hier. Und das ist natürlich sehr, sehr positiv. Dann haben wir das wunderschön geremakte Fort Pinta. Also die Gebäude noch nicht, aber ansonsten. Mir gefällt es mega, mega gut. Ich habe mich absolut verliebt in Fort Pinta. Und es sieht hier einfach toll aus, Leute. Ich bin einfach mega begeistert und es gefällt mir hier einfach sehr, sehr gut. Ich habe Fort Pinta immer gern gemocht. Dann muss man natürlich noch dazu sagen, dass hier die Fähren laufen, sowohl nach Golden Hills, wenn man da irgendwann mal hinkommt, als auch nach Jalaheim und nach Südhof. Und das ist natürlich auch eine coole Sache. Ein riesengroßer Negativpunkt, muss ich sagen, ist, dass es hier sehr, sehr voll ist. Wenn man mal hier so ein bisschen seine Ruhe haben möchte, ist es hier unglaublich schwierig, denn hier ist immer volles Haus, Leute. Und ich mag eigentlich immer gerne Ställe, die nicht so populär sind, also die nicht so belaufen sind, weil ja, ich finde es eigentlich immer schön, wenn man öfter mal alleine in seinem Heimatstall ist, Leute. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht oder nur mir. Und jetzt habe ich gerade davon geredet, dass es ja auch ne, ganz nett ist, wenn man mal so ein bisschen seine Ruhe hat in einem Stall. Und dann sind wir schon in Südhof, Leute. Ich liebe Südhof. Als Südhof geremaked wurde, ich konnte gar nicht genug A und O sagen. Hier sind auch die wunderschönen Assateague-Ponys, die ich so sehr liebe. Ihr seht sie hier hinten stehen und... Irgendwann, glaube ich, braucht auch die Aurora noch ein Assateague-Pony. Die Dakota hat ja mega, mega viele. Südhof ist einfach wunderschön. Hier sind auch noch die Hundis, die man kaufen kann. Und ich weiß nicht, Südhof ist eigentlich auch perfekt für Roleplay oder auch für FMAs. Das heißt, falls ihr mal ein FMA auf Südhof sehen wollt, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und FMAs dauern aber mega, mega lang zu produzieren, Leute. Deswegen kommen da nicht mehr so viele, wie ich schon mal gemacht habe.
denn das dauert so 3 bis 4 Stunden Minimum, bis die fertig sind. Und ja, aber hier sieht es natürlich mega schön aus. Und dadurch, dass hier nicht so viele Leute sind, ist man hier eigentlich auch gut alleine. Nachteil ist natürlich, dass das nächste Rennen mega weit weg ist. Und zwar irgendwo da hinten beim Einsiedler. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, ob ich die schon freigeschalten habe mit Aurora. Und ansonsten ist auch nicht viel zu tun. Man kann hier nicht missen oder irgendwie schnell Schillinge machen. Das ist natürlich ein großes Problem. Man muss entweder mit dem Transporter wegfahren oder eben mit der Fähre. Und das dauert eigentlich auch immer ein bisschen länger. Und jetzt habe ich das Problem, Leute. Fort Pinter oder Südhof? Fort Pinter oder Südhof? Ihr schreibt mir doch bitte jetzt in die Kommentare, was ihr glaubt, für was ich mich entscheide. Und wenn ich es nicht vergesse, mache ich auch noch mal eine Abstimmung im i, welcher euer Lieblingsheimatstall ist. Denn das interessiert mich mega, Leute. Mega. Ihr wisst, ich liebe den Jorvik-Stall, weil Jorvik-Stall ist Bay, Leute. Jorvik-Stall ist einfach mein Schatzi-Mause-Hasebärchen. Und das wird es auch immer bleiben. Nur wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich möchte nicht mehrere Charaktere im gleichen Stall haben. Und deswegen muss ich mich jetzt entscheiden, Leute. Südhof oder Fort Pinter? Eine Ewigkeit später. Dann sind wir wieder zurück. Ich habe jetzt ein bisschen nachgedacht und überlegt. Und Leute, hier ist es einfach so ruhig. Und ich habe gerade gesagt, ich liebe Ruhe. Und hier ist absolut niemand und ich bin hier vollkommen alleine. Und es fühlt sich so an, als wenn es meine eigene Ranch wäre. Und deswegen habe ich mich für Südhof entschieden. Um jedoch in Südhof wohnen zu können, müssen wir Südhof erst wieder reparieren. Das mache ich jetzt kurz und dann sind wir gleich zurück. I got this boy on my mind that I can't live without, oh, his eyes are killing me. And he keeps talking about everything that he likes and I can't stop listening. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time. All the time. And my heart's beating fast when he's looking like that. Oh, his smile is killing me. It's the way that he moves and the way that he laughs, so I can't get enough. I'm thinking about him all the time. I can get him off my mind. Oh, I want him to be mine, to be mine. My heart is saying yeah, 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 yeah. You know I want him now, 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 now. My heart is saying yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. I told him I can be a fighter if you want. I'll be there to catch you if you fall. I can make it brighter when it starts, when it starts. I told him I would do it all for you. And I know you do it for me too. I can be a fighter if you want, if you want. Yeah, I can be a fighter. Nach, ich weiß gar nicht wie lange, ich hätte gesagt nach ungefähr 20 Minuten oder länger, haben wir es jetzt geschafft. Ich habe jetzt gerade noch die Quest angenommen mit der Stute und ich glaube aber, Leute, dass wir jetzt endlich unseren Heimatstall ändern können. Wir mussten hier alles komplett wieder neu aufbauen, den Waschplatz, den Putzplatz, die Futter, alles. Wir mussten alles komplett neu aufbauen, inklusive auch dem wunderschönen Heimatstall, der jetzt fertig ist. Gerade eben konnten wir noch innen drinnen reingehen und außen und oben rum und so weiter. Aber jetzt müssten wir unseren Heimatstall ändern können. Wir sehen hier auch schon, hier können wir den Heimatstall erweitern. Und hier steht, das ist nicht dein Heimatstall. Du kannst reiten oder den Pferdetransporter anrufen, um zu einem Heimatstall zurückzukehren. Und wir klicken diesen Stall zum Heimatstall machen. Es kostet 25 Starcoins. Die haben wir. Wir haben über 3000. Wir klicken OK. Und somit, Leute, haben wir den Heimatstall gewechselt und sind jetzt in Südhof. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welches euer Heimatstall ist, ob es eine richtige Entscheidung war, wie ihr findet, dass das jetzt unser Heimatstall ist. Und ich bin einfach mega, mega gespannt, was ihr dazu sagt, dass die Aurora jetzt in Südhof lebt. Dann, Leute, gehen wir aber natürlich auch in den Heimatstall rein. Und ja, er sieht natürlich genauso aus wie alle anderen Heimatställe. Aber ich möchte natürlich trotzdem... Oh, da steht schon...
mein kleines süßes Curly Horse hier mitten in der Stallgasse. Und ja Leute, wir sind jetzt im Südhof Heimatstall. Wie gesagt, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wir gehen natürlich jetzt hier nochmal raus, dann seht ihr, ne, es ist kein Prank oder so. Ich bin wirklich nach Südhof gewechselt und das ist für mich was komplett Neues, Leute, denn ich war noch nie in einem anderen Heimatstall, außer in Moorland und am Jorvikstall. Und jetzt sind wir in Südhof. Ich mache mal nochmal kurz das Interface aus und hier sind wir. Und ich persönlich finde, es ist die richtige Entscheidung. Ich habe keine Ahnung, was ihr davon haltet und freue mich jetzt mega auf eure Kommentare. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns natürlich auch mega über einen Like freuen und ein kostenloses Abo. Dann hätte ich aber gesagt, was ist mit diesem Video mit der Änderung meines Heimatstalls von Aurora Pixie Light. Sie ist auf Server 5 Cloudy Rock, falls es euch interessiert. Und dann hätte ich gesagt, war's das mit diesem Video und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Servus!